Moin Leute, willkommen bei einem weiteren Wochenrückblick und ich muss erstmal gucken, wie die Kamera gut steht. So ist gut, ja. Einem weiteren und vielleicht den allerletzten, auf jeden Fall den letzten für 2014, aber vielleicht auch den allerletzten überhaupt, denn ich habe so meine kleinen Probleme mit dem Wochenrückblick, aber ihr werdet das, glaube ich, in einem gesonderten Video alles von mir erfahren, falls ihr das dann irgendwann mal guckt oder falls das schon online war, auf jeden Fall. Drehe ich diesen Wochenrückblick jetzt ganz normal ab. Als allererstes wollte ich euch von einem Spiel erzählen, ein MMORPG, MMORPG, zwar Aura Kingdom. Das spiele ich im Moment beziehungsweise ab und zu mal mit ein paar Freunden. Online halt, ist ein ORPG, ein MMORPG und habe ich in dieser Woche nicht, ich habe davor auch schon angefangen, aber wir haben jetzt nochmal neu angefangen und es gefällt mir, dass wir alle zusammen spielen, aber das Spiel an sich finde ich bisher ist noch nicht so ideal, es hat so seine Bugs und es ist im Moment auch überfüllt auf dem Server, auf dem wir spielen. Deswegen hat es mich noch nicht ganz überzeugt, es hat auch noch so andere Problemchen, aber es macht Spaß, was mit Freunden zusammen zu spielen. Und deswegen, falls ihr euch dafür interessiert, guckt euch dieses Spiel mal an. Ich verlinke es auf jeden Fall in der Infobox. Dann zu den Filmen. Ich habe nur einen Film gesehen. Übrigens, die Woche geht ja immer von Mittwoch bis jetzt bei mir immer, weil wir mittwochs immer in die Bibliothek gegangen sind und ich deswegen die Bücher dann zeigen musste, bevor ich sie zurückbringe. Deswegen ist mit der letzten Mittwoch 2014 war auch Silvester, deswegen gilt diese Woche jetzt nur für 2014 und die neue Woche beginnt halt auch 2015, deswegen, das solltet ihr vielleicht wissen. Deswegen hatte ich auch nicht so viel Zeit, ich hatte ja in der Woche Geburtstag am Sonntag, am 28.12. und da haben wir auch halt gefeiert und dann kam auch schon Silvester und die Vorbereitung und Aufräumen und das Ganze hat halt so gedauert, dass ich nicht so viel Zeit hatte. Deswegen ist dieses Video wahrscheinlich nicht so vollgepackt. Also ich habe nur einen Film gesehen und das war ein koreanischer Film. Ich hatte absolut wieder Lust auf koreanische Filme und Serien. Habe ich früher aufgeguckt, bevor ich so intensiv angefangen habe zu lesen, weil es dazu halt keine Synchros gibt. Ich muss es mit Untertiteln gucken und wenn ich es mit Untertiteln gucke, dann lese ich ja schon. Das heißt, ich kann nebenbei nicht lesen, was ich in letzter Zeit gerne bei normalen Serien und Filmen gemacht habe. Und deswegen hat mich das so ein bisschen abgeschreckt, da weiter zu gucken, weil ich da nebenbei nicht lesen kann und dann weniger schaffe zu lesen. Aber jetzt hatte ich so Lust und ich dachte mir, was bringt mir das so viel zu lesen, wenn ich meine anderen Hobbys irgendwie vernachlässige. Deswegen habe ich erstmal diesen Film angeguckt, weil ich den Trailer gut fand. Und zwar rede ich von Spellbound. Es geht um ein Mädchen, das Geister sehen kann und deswegen keine Freunde hat, weil alle Freunde Schiss haben halt vor den Geistern und keiner ihr zu nahe kommen möchte und auch ihre Familie ist vor ihr geflüchtet und sie ist eigentlich vollkommen alleine und traurig und weiß nicht, was sie machen soll. Und dann kommt eines Tages so ein Magier daher, also so ein Showmagier, der merkt, dass an ihr ein bisschen was anderes ist und dann entwickelt sich was zwischen den beiden und sie arbeiten auch zusammen an dieser Magier-Show auf der Bühne und ich fand es einen süßen Film für zwischendurch. Es war jetzt nichts Großartiges, nichts total umwerfendes, aber ich mochte ihn so für zwischendurch und er hatte auch so ein paar nette Horroreffekte für Leute, die zart beseitigt sind, reichte das auch schon als Horror sozusagen. Ich habe jetzt dafür keine Albträume bekommen, wie ich von manchen Horrorfilmen bekomme, deswegen war es für mich genau gut. Ich habe mich halt trotzdem so ein bisschen erschreckt, aber ich habe davon keine Albträume bekommen und deswegen war das gut. Ich hätte dem Film jetzt normale durchschnittlich drei Sterne gegeben. Dann habe ich auch eine koreanische Serie angefangen, der weißen Haar. Die nennen sich Dramas in Asien, also japanische Dramen gibt es, koreanische Dramen gibt es, gucke ich auch gerne, taiwanisch gucke ich auch gerne, obwohl mich die Sprache dann zwischendurch so ein bisschen zu viel ist, dieses ganze Mandarin-Gezische sozusagen. Aber ich mag die koreanische Sprache sehr gerne, ich mag auch die Art, wie sie Filme und Serien drehen, deswegen gucke ich koreanische Serien, also Dramen sehr gerne und ich habe jetzt einen angemacht, nämlich Nail Shop Paris oder Paris, Nail Shop Paris. Ähm,
Es geht um ein Mädchen, das Fanfictions schreibt, was ja bei unserem Thema hier Bücher nicht so weit weg ist, die aber, aber vorgeworfen wird, dass sie irgendwie zu sehr plagiiert und auch zu oberflächlich schreibt und so. Und dass sie halt so Themen immer nimmt, die schon tausendmal durchgekaut sind. Und deswegen ist sie auf der Suche nach etwas Neuem und Einzigartigem und trifft dann einen Jungen auf der Straße, der halt eine Frau hilft, als sie überfallen wird. Und sie folgt diesem Jungen dann, weil sie dachte, der ist ein gutes Thema für mich, über den kann ich gut schreiben. Und stellt sich raus, dass dieser Typ in ein Nagelstudio geht und da arbeitet. Und in dieses Nagelstudio besteht halt nur aus männlichen Mitarbeitenden, die halt alle Nageldesigner sind und so. Sie dachte sich so, das ist aber was ganz Neues, sowas habe ich noch nie gehört. Darüber kann ich gut schreiben. Deswegen möchte sie da arbeiten, aber als Frau geht das nicht, weil das nur männliche Mitarbeiter da drin erlaubt sind. Und deswegen verkleidet sie sich als Junge, um da arbeiten zu können und die sozusagen auszuspionieren. Und da verwickeln sich ganz viele Sachen. Und ihr kennt das, glaube ich, so von diesen Leuten, die sich halt in ein anderes Geschlecht verkleiden. Das mag ich eigentlich ganz gern. Das ist immer lustig. Das ist natürlich nicht wirklich logisch und glaubhaft. Aber ich finde immer, da entstehen so lustige Szenen, vor allem im asiatischen Raum, weil die ja so ein bisschen noch Brüder sind, sozusagen, was auch nackte Haut angeht und so. Ist auf jeden Fall lustig. Ist jetzt nicht Top-Serie der Welt, aber ich gucke es gerne weiter, weil es mich dieser koreanischen Kultur wieder nahe bringt. So, ich bin jetzt mit Filmen und Serien durch. Ich habe auch schon genug gelabert. Kommen wir jetzt zu den Büchern. Zum einen habe ich letzte Woche schon, habe ich vergessen es zu erwähnen, ein Buch angelesen. Das ist jetzt bei mir immer noch unter Currently Reading, weil ich dazu nicht mehr gekommen bin, weil ich anderes lese. Und zwar geht es um das E-Book Wie Eis in deinen Händen von Nancy Zalfo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist halt ein E-Book auf meinem Handy. Ich habe es halt einmal gelesen, als ich gerade kein Buch dabei hatte und seitdem liegt es halt auch da. Es war eigentlich ganz in Ordnung bis dahin, wo ich es gelesen habe. Es war, glaube ich, nur ein Kapitel. Werde ich auch irgendwann sicher weiterlesen, aber im Moment hatte ich noch nicht so das Bedürfnis dazu. Dann, angefangen hat meine Woche eigentlich mit diesem Buch, wenn auch nur für einen Tag von Annette Moser. Hatte ich ja mal Thalia vom Gutschein gekauft und lag jetzt so ein bisschen auf meinem Sub, habe ich jetzt aber endlich gelesen und habe ich, glaube ich, 4 Sterne gegeben. Die Geschichte war gut, sie war auch gut durchdacht, aber ich fand sie jetzt nicht unbedingt ganz logisch, ein bisschen weit hergeholt. Aber das hat jetzt nicht so zu interessieren. Ich fand es einfach emotional nicht so ganz berührend. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht so die großen emotionalen Bindung dazu und auch die Liebesgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber bei mir ist es manchmal, wenn eine Liebesgeschichte mich richtig packt und mich richtig mit reinzieht, dann kriege ich selbst so irgendwie Schmetterlinge im Bauch und so. Und das ist bei diesem Buch halt nicht passiert und davon gehe ich aus, beziehungsweise das möchte ich auch von einer Liebesgeschichte. Und da das hier nicht passiert ist, kann ich dem Buch leider nicht mehr als 4 Sterne geben. Aber es war trotzdem gut und 4 Sterne sind ja auch eine sehr gute Bewertung und hat es auch verdient. Aber es hat nicht ganz das gemacht, was ich haben wollte. Und übrigens wollte ich sagen, dieses Cover ist wirklich schön in lila und so, mag ich gerne, aber wenn man genau hinsieht, dann sieht das Mädchen schon ein bisschen gequält aus, finde ich. Und das macht das Cover dann nicht mehr so schön. Aber egal. Man kann es trotzdem lesen, ist eine Empfehlung. Dann habe ich ein E-Book gelesen, das ich für eine Leserunde bei Lovely Books gewonnen und bekommen habe. Und zwar rede ich von Märchenprinzen gibt es nicht von Constanze Bude. Und leider hat mir das nicht wirklich gefallen. Ich habe diesem Buch letztendlich 2 Sterne gegeben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dazu noch eine Videorezension drehen werde. Vielleicht gibt es dann nur die schriftliche Rätsel, die verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Ich weiß nicht, die Protagonistin, wie hieß die da nochmal? Ich vergesse direkt Namen, besonders bei Büchern, wo ich die nicht so, die bei Büchern, die ich nicht so toll fand. Wie heißt die denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Sie hat mich auf jeden Fall teilweise aufgeregt. Ich konnte
so ziemlich keine ihrer Handlungen und Entscheidungen nachvollziehen. Bei dieser Liebesgeschichte zum Beispiel findet sie in einem Moment, dass der Typ gruselig ist, weil er jeden Tag in die Kneipe kommt und da, also da, wo sie arbeitet, sie kellnert, und da halt immer dasselbe bestellt und sie auch so ein bisschen beobachtet und so. Sie findet ihn also sehr gruselig, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, weil es ist ein Stammgast. Und da er alleine da sitzt, da guckt er halt so in der Gegend rum. Ich meine, das ist doch irgendwie normal, oder nicht? Auf jeden Fall findet sie ihn gruselig, okay, kann ich verstehen, wenn er sie ständig irgendwie anguckt und so. Und dann trifft sie ihn eines Tages in der Uni und sieht, wie gut aussehend er eigentlich ist, weil sie ihn vorher nicht richtig angeguckt hat. Und plötzlich ist sie total verknallt in ihn und findet ihn super und möchte, dass er jeden Tag in die Kneipe kommt, um sich mit ihr zu unterhalten und so. Und ich so. Fandest du ihn gerade noch gruselig und jetzt, weil er gut aussieht, findest du ihn ganz toll? Das konnte ich nicht nachvollziehen. Und es gab ganz viele solche Handlungen und Entscheidungen und sonst was Szenen in diesem Buch, wo ich dachte so, hä? Das ergibt für mich wirklich keinen Sinn. Vielleicht für die Protagonistin an sich, aber für mich, nee. Sie hat sich dann auch so in fixen Ideen verrannt und hat immer selber Probleme generiert, wo sie dann nach ein paar Minuten eingesehen hat, oh, ich habe da Scheiße gebaut, was habe ich da eigentlich erzählt und hat sich direkt wieder entschuldigt und ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen weit hergeholt, so künstliches Drama aufgebauscht, ich weiß nicht, ich konnte da einfach nichts mit anfangen. Es gibt sicherlich Leute, denen das gefallen wird und denen es gefällt. Aber ich muss sagen, es gab auch andere Leser in dieser Leserunde, die gesagt haben, sie können sich mit der Protagonistin jetzt nicht einbeziehen, in sie hineinversetzen. So wie ich halt. Man kann halt nicht mit jedem Protagonisten was anfangen. Und ansonsten hat mir auch irgendwie so ein bisschen der rote Faden gefehlt. Es sind halt Sachen passiert. Und irgendwann hat es dann aufgehört. Aber ich habe irgendwie nicht nachvollzogen, wieso es jetzt gerade an dieser Stelle aufgehört hat, weil es dann auch gut hätte weitergehen können wie bisher. Ich weiß nicht, es ist irgendwie für mich auf nichts Besonderes hinausgelaufen, aber okay, es war eine ganz nette Liebesgeschichte von dem abgesehen. Von daher, jedem, der das jetzt anspricht, bitte schön, lest es vielleicht. Es war halt nur nicht meins. Ja. Und als letztes lese ich gerade immer noch, weil wegen Silvester und so bin ich nicht so richtig zum Lesen gekommen, obwohl ich es richtig gut finde und es eigentlich auch nicht viele Seiten hat, aber ja, es ist halt auch wieder die Lese-Challenge Dezember von Lovely Books, deswegen muss ich da auch noch andere Aufgaben und so erfüllen und das nimmt ja auch Zeit mit ein und deswegen dauert es ja auch ein bisschen mehr. Und zwar lese ich gerade Das Blubbern von Glück von Barry Jonsberg oder Jonsberg. Ist jetzt gerade auch nur die Hülle, weil das Buch halt da hinten liegt, wo ich es gelesen habe. Ich bin jetzt auch fast durch, es fehlen nur noch, glaube ich, 70 Seiten oder so. Ich bin gerade echt pink geworden, weil die Sonne rausgekommen ist. Es ist richtig gut. Ich habe nicht so viel erwartet von einem Kinderbuch. Ich dachte, Agatha hat es so sehr gelobt und es sieht so hübsch aus und ich mach, nimm mal einfach dran teil. Ich meine, ein Buch umsonst ist ja auch toll und da habe ich es mitgenommen. Aber es ist richtig, richtig gut. Der Schreibstil ist zwar so ein bisschen nüchtern, ein bisschen emotionslos, aber es passt so gut zu Candons Weltsicht und es überträgt die Emotion trotzdem auf den Leser. Es gab auch die eine oder andere Situation, wo ich so ein kleines Tränchen verdrückt habe, weil ich so berührend fand, obwohl es Candace an sich irgendwie so emotionslos schildert, weil es auch so in Aufsatzform geschrieben ist. Es ist einfach irgendwas Besonderes. Es ist ein besonderes Buch, was man nicht alltäglich liest. Es hat eine besondere Geschichte und Candace ist einfach so ein besonderer Charakter, dass ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Ich mag es einfach und ich bin froh, wenn ich es gleich weiterlesen kann und rausfinde, wie dieses Buch zu Ende geht. Ich denke, es läuft auch auf die 5 Sterne hinaus, weil es einfach so besonders für mich ist. Es ist halt kein 0815 Verlieben, Liebesgeschichte-Buch oder Fantasy-Buch, die alle nach demselben Schema ablaufen, sondern es ist was ganz Besonderes, was man nicht jeden Tag liest. Und ich kann nur drüber schwärmen und euch empfehlen. Es ist kein reines Kinderbuch, was ich gedacht habe, sondern es hat auch so die eine oder andere Stelle, die nur Erwachsene verstehen können und die halt auch eine tolle Message oder mehrere Messages übermitteln. Und es ist traurig und im nächsten Moment lustig und wieder traurig und
Ein tolles Buch. Ein tolles Buch. Und ich höre jetzt auf drüber zu schwer. So, damit ist meine Woche auch vorbei gewesen. Ich lese es ja immer noch. Heute ist der 1.1., also der 1. Januar 2015. Deswegen wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Vielleicht noch. Ich weiß nicht, wann dieses Video online gehen wird. Mal gucken. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye, bye.